Nee. Warum nicht? Ich bin der Mann hinter der Kamera. Oido, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Live von der EM aus Berlin. Special Guest der Cut Journalist. Sein drittes Interview bei uns. Komischerweise sein Name bisher noch nicht wieder geändert. Er war als Outpost Colunda, jetzt Cut Journalist. Jetzt das dritte Mal hätte ich erwartet, dass er wieder seinen Namen ändert. Aber hat er nicht gemacht. Und ich habe mal ein paar Fragen diesmal vorbereitet. Nicht alles spontan, sondern echt meine Hausaufgaben gemacht. Extra nur für ihn. Erstmal allgemein ein bisschen Smalltalk, wie lief Event und so? Ärgerliche Frage. Ich habe dir gesagt, du sollst das nicht stellen, aber okay. Also es lief nicht so gut. Im Prinzip kann man sagen 3-3 Drop. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Also Turnierbericht kommt bei mir zum Beispiel auch noch auf dem Channel und so. Genau, und Promotion hier schon. Nein, es war sehr lustig. Hätte ich nicht gedacht. Du spielst gegen all die europäischen Länder sozusagen. Ich habe gegen Israeli gespielt, ein Italiener. Ich glaube, was war noch dabei? Also Deutsche waren dabei, Engländer war dabei. Eigentlich war alles dabei, das ist der Wahnsinn. Und die verschiedensten Decks. Ich habe mich eigentlich nur auf BA vorbereitet und Domain Monarch. Aber dann kam auch Satella Knight und Infernoid. Na ja, gut. Also, naja, es war schon lustig. Und ich denke, das zählt halt auch. Das letzte Mal, wo wir uns, also wir haben uns auf der DM getroffen, aber nicht viel gemacht. Davor haben wir uns in Köln getroffen, CCG Grand Open. Ja. Und da meintest du noch, du hast gerade die Schule beendet und hast jetzt viel Zeit für Videos und so. Wie sieht es jetzt aus? Hat sich da was geändert? Genau, es hat sich echt was geändert. Ich bin jetzt gerade bei der Bewerbung für eine Filmhochschule. Also das Ding ist, also man muss mal verstehen, dass so eine Bewerbung sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Das sind so Aufgaben, die man machen muss. Eine Animation vielleicht, einen Film drehen, einen kurzen. Und dafür möchte ich mir echt Zeit nehmen, weil mir das sehr wichtig ist eben. Und jetzt geht es halt weiter. Ich hatte jetzt ein Jahr Zeit, um Videos zu drehen und so weiter. Und jetzt muss ich halt ein bisschen Zeit auch ein bisschen wegnehmen. Ja, ist halt doof jetzt für YouTube. Aber ich versuche natürlich noch weiterzumachen. Ich höre natürlich nicht auf, ist ja Quatsch. Aber ja, es geht weiter. Ich bleibe nicht nur stehen. Deswegen. Alles klar. Und da hattest du auch erwähnt, da hattest du neu eingeführt englische Videos. Hattest du erwähnt, dass du da ein paar Probleme hattest, ein paar Dislikes und so. Wie läuft das jetzt? Ich habe bemerkt, englische Videos kamen jetzt in letzter Zeit nicht mehr so viele. Ja, also es ist cool, weil auf der EM gab es jetzt ganz viele Engländer auch, die mich angesprochen haben. Ich dachte so, okay, weil das passiert ja normalerweise deutschen YouTubern jetzt nicht so. Aber sehr, sehr cool auf jeden Fall, dass ich auch von Engländern angesprochen werde. Scheinbar hat es geholfen, oder vielleicht sind das die Untertitel. Auf jeden Fall bin ich halt wieder zu Untertiteln gegangen, auch wenn es der Extraaufwand ist, weil ich mich einfach nicht wohl mit der englischen Sprache jetzt fühle. Ich kann Englisch sprechen, kein Problem, ich meine, Yu-Gi-Oh! Spielen auf der EM ist immer viel auch Englisch sprechen, aber es ist halt für Videos, wenn du Content liefern willst und so, dann sind da die Fehler drin und das nervt mich an, wenn ich dann zurück gucke auf die Cuts und so weiter, was ich dann gedreht habe, denke ich mir so, was ist das für ein Müll, so, das ist eigentlich gar nicht das, was ich sagen wollte, so. Dann bleibe ich lieber im Deutschen und untertitel das im Nachhinein und dann wird der Content auch besser rübergebracht. Und ich denke, so mache ich auch jetzt weiter. Ja. Scheint ja erfolgreich zu laufen. Etwas, eine Frage abseits von YouTube. Ich habe gesehen, du hast United Gozos gejoint. Kannst du da ein bisschen mehr erzählen? Sona hat mich sozusagen rekrutiert. Und ich bin jetzt der Media Manager von UG. Die T-Shirts sollten eigentlich noch vor der EM ankommen, aber sie kommen jetzt irgendwie am Montag an, direkt nach der EM. Also ja, muss ich jetzt das hier tragen. Aber naja, ist auch nicht so schlimm. Und ja, also ich mache halt die ganzen Webseiten-Designs und kümmere mich um die Internetseite, Posts von Facebook. Und das ist auch ziemlich cool, also dass ich damit mit einem Team auch arbeiten kann, was Ahnung hat. Also das sind echt gute Leute. Ich glaube, 2, 3 sind auf jeden Fall noch sehr weit oben drin, gerade bei der EM. Und lustigerweise habe ich in der ersten Runde auch gegen Tom Payne gespielt, also ein Member von UG. In der ersten Runde in 1400 Spielern. Wow, sehr random, aber okay. Und ja, es hat Spaß gemacht. Er ist echt ein korrekter Typ. Aber gut, ja, Team, genau. Ich versuche das halt auch von der Seite jetzt ein bisschen mehr zu lernen. Ich denke, Team hilft auch sehr weiter. Du bist ja auch bei CCG, kann man sagen. Ist ja auch ein ziemlich großes Team. Also theoretisch sind wir eigentlich Feinde.
Ich finde bei Teams genauso wie bei YouTubern, man sollte eigentlich zusammenarbeiten. Das machen wir gerade hier. Und ja, ich meine, ihr habt euch zu der Frage eben gerade, ihr habt euch ja auch verbessert, hier das Mikrofon und so weiter. Es hat sich sehr viel verändert jetzt über die Zeit, über die kurze Zeit, eher gesagt. Und ich bin sehr gespannt auf die Zukunft schon. Von der YouTube-technisch, machst du da auch was für United Kursus? Nee, also bei UG sieht es so aus, dass, also sie haben ja einen Kanal, YouTube-Kanal, aber sie haben gemerkt, dass es keinen Sinn ergibt, so jemanden einzustellen, der dann Videos drehen muss und so weiter. Dann fühlt er sich gezwungen, Videos zu machen und so. Und ihr kennt das wahrscheinlich, wenn man keine Lust hat, dann kommt einfach Müll raus. Und ja, das heißt, wir haben das abgeschafft, auch wenn der Kanal ziemlich, also relativ groß ist. Ich glaube, 2000 Abonnenten ist halt nicht wenig. Und ja, da kommt wahrscheinlich erstmal gar nichts. Aber ich meine, Dual Rock und ich sind dann einfach da als Promoter sozusagen für das Team. Ja, das funktioniert auch. Ja. Alles klar. Und eine Frage, die ganz nach hinten in die Vergangenheit führt. Ich verfolge dich ja schon länger. Okay. Du hast mir mein erster Shoutout gegeben, als ich neu angefangen habe. Das stimmt, ja. Und damals. Falls ich mich richtig erinnere, hattest du damals einen Partner, kann das sein? Partner sozusagen. Also wir waren ja damals zu zweit und das waren mein Bruder und ich. Also Ich habe einen Zwillingsbruder und er hat auch damals Yu-Gi-Oh! Gespielt. Er hat mich in das Spiel erst geführt. Er hat irgendwie den Anime geguckt oder so, hat sich dann Booster gekauft spontan und dann wollte er, dass ich mitspiele. Und dann haben wir gespielt und das war eigentlich so die coolste Zeit überhaupt. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Und ja, dann haben wir den Kanal gegründet. Das hat echt viel Spaß gemacht so. Damals war es echt, glaube ich, die Yu-Gi-Oh!-Szene in Deutschland war halt auch ziemlich klein. Deswegen ging das auch ziemlich schnell nach oben und so weiter. Aber wir haben dann eben aufgehört. Mein Bruder hat dann aufgehört zu spielen nach der DM 2012 oder sowas war das. Und dann habe ich halt auch Pause gemacht bei dem Dragon Ruler Format und so und bin dann halt wieder auferstanden als Outpost Galant TV. Und jetzt bin ich Cardjournalist. Und nein, ich ändere den Namen nicht nochmal. Okay. Dann eine kurze Frage wegen deinen Videos. Ja. Ist das gecuttet oder spielt dein Zwillingsbruder die zweite Person? Wir haben damit überlegt, also er ist jemand, der halt sagt, so, ich helfe dir gerne und so weiter und ich sollte das in Zukunft auf jeden Fall annehmen, diese Hilfe, weil es wäre einfacher. Aber jetzt gerade funktioniert es halt mit Masken. Ich gehe an die eine Seite, schneide, also denke mir so, okay, wie lange brauche ich jetzt, wie lange muss ich jetzt überhaupt sitzen und irgendwelche Gestiken machen und so weiter, gehe dann auf die andere Seite, schneide das dann zusammen. Es ist mehr Arbeit auf jeden Fall. Ich weiß, ich bin einfach viel zu spontan. Das ist, glaube ich, so ein Nachteil bei mir. Ich sollte ihn, glaube ich, mehr um Hilfe bitten. Und das ist gerade nicht so, sollte aber vielleicht in Zukunft dann der Fall sein, ja. Und Twitch hast du auch in letzter Zeit angefangen, ein bisschen mehr gemacht? Auch mit Random Brain hier da drüben. Das ist auch in der... Bisschen Twitch. Nein. Wie siehst du die Zukunft von Twitch? Oder wie seht ihr die Zukunft von Twitch? Jetzt wo ihr zwei ein bisschen mehr Zeug da reingelegt habt. Twitch ist cool, eine coole Plattform. Ich habe eigentlich angefangen wegen Glasgow Yu-Gi-Oh! Ich wusste damals gar nicht, dass es überhaupt so eine Szene gibt, eine Twitch-Szene, wo man Yu-Gi-Oh! Streamen kann. Und dann habe ich ihn gesehen. Es war so ein Standard-Stream so. Und es hat einfach Spaß gemacht zuzugucken. So. Sein Commentary, die Leute, mit denen er abhängt, skypt und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, so, das ist eigentlich voll cool, es macht echt Spaß. Und habe das dann selber ausprobiert. Und ich finde... Ja, das ist vielleicht so ein Weg, den jetzt vielleicht mehrere deutsche YouTuber auch eingehen und es macht halt Spaß, weil du halt live mit deinen YouTubern halt zusammen sein kannst, kommentieren kannst, Fragen stellen kannst und du kriegst dann auch die Antwort, normalerweise. Es sei denn, es sind super viele im Chat, dann kann man natürlich nicht allen alle Fragen beantworten, aber es ist schon eine coole Sache auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt auf die Zukunft da. Ja, ich habe ja mit Twitch extra angefangen, weil er das gemacht hat und ich habe ja schon gesehen vorher, die Amerikaner waren da schon ordentlich aktiv, Asian Eyes Wide Dragon, Mega Capital G. Und bei uns war ja nichts, außer du. Und ich habe mir dann ein paar Mal die Streams angeguckt. Erstmal so als Beobachter, als Zuschauer. Da dachte ich mir, okay, probieren wir es mal zusammen aus. Haben wir diesen Doppelstream gemacht zusammen. Das war das Coolste. Das Coolste ist, dass man zusammen in einem Stream quasi drin ist und dann halt miteinander interagieren kann. Das war ziemlich cool. Und jetzt versuche ich halt auch ein bisschen selbst mit Twitch da loszulegen. Das ist schon ziemlich krass, also wenn man halt als größerer YouTuber da reinsteigt. Ist man gleich überfordert, weil man ganz schön viele Comments kriegt und alles, da muss man alles erstmal organisiert bekommen. Ja. Schon schwierig, aber finde ich sehr cool, weil man halt mehr interagieren kann mit den Fans als bei YouTube oder halt, ja, aber YouTube halt, Facebook. Das ist immer schwierig, weil sehr viele Comments kommen und dort kann man halt direkt live darauf antworten. Vielleicht beantwortet man gleich die Frage für mehrere Leute und das ist halt ziemlich cool. Macht auch sehr viel Spaß halt gegen Abonnenten zu spielen. Ich spiele halt gerne gegen Abonnenten und da hat man halt perfekte Zeit dazu. Super. Eure Meinung, Twitch versus YouTube, wird es YouTube eher ersetzen oder ergänzen? Nee, also
YouTube ist die Plattform. Twitch, ich finde generell so, Duelle live zuzuschauen, ist sehr, sehr langweilig über Zeit, weil das halt nicht gecuttet ist, weil es nicht irgendwie schneller gemacht wird und so weiter. Ich persönlich bin kein Fan davon, das mir jetzt so krass anzugucken. Ich würde den Stream nur gucken, wegen dem YouTuber, den ich halt gerne gucke, weil ich irgendwie vielleicht Fragen habe und so weiter, aber jetzt nicht wegen dem Duell an sich. Und in dem Sinne kann man viel mehr auf YouTube machen. Also du hast so viele Optionen und beim Twitch bist du halt gebunden an das Spiel, was du halt streamst und so. Es ist sehr limitiert. Es ist eine Möglichkeit, was anderes zu machen und so, aber es wird niemals YouTube ersetzen oder sowas. Also. Sehe ich genauso. Ich sehe es auch eher so als Ergänzungsmittel, als extra. Weil man ist halt kreativ deutlich freier, wenn man es zu YouTube macht, man hat Zeit dazu, man kann sich vorbereiten, man kann Sachen reinschneiden, man kann es witzig machen, man kann alles Mögliche machen. Bei Twitch ist man halt sehr stark an den, ja, an den Stream halt selbst gefesselt, aber ich finde halt gut, die Interaktivität ist da deutlich besser und deutlich offener, man kommt mehr mit den Leuten in Kontakt, was ziemlich cooler ist. Ja. Alles klar. So ein Doppelinterview, ne? Ich join mal raus. Jetzt müssen wir uns wieder verabschieden. Also, okay, Ich habe noch eine Frage und zwar, du hast ja bestimmte Segmente, die jetzt nicht Yu-Gi-Oh! Typisch sind, die du aber zu Yu-Gi-Oh! Machst, die eher YouTube-mäßig sind. Ja. Ist das eine Richtung, die du gehen willst und wie wird das da so ablaufen? Also ich habe ja damals schon, wie du schon angesprochen hast, das mit dem englischen Video angekündigt und so weiter, habe ich nicht eingehalten. Und jetzt ist mein Plan eben Animation. Okay. Und das heißt, eventuell könnte sich der Kanal sehr krass verändern. Aber diese 10 Arten-Videos und so weiter, ich würde das jetzt nicht als Segment kategorisieren. Viele sagen auch immer, ja, ich mag diese 10 Arten-Videos und so. Aber wenn man auf den Titel guckt, 10 Arten, 10 Dinge, 10 Spielarten. Und dann kommen auch eben andere 10 Dinge. Und viele wissen halt auch gar nicht, was ich damit meine. So. Ich sage nicht, das sind die Top 10 Sachen oder die besten. Es ist immer nur eine Auflistung von 10 Sachen, die ich ziemlich cool finde und so weiter. Dann schreiben viele immer in den Kommentaren so, du hast das vergessen, du hast das vergessen. Ich habe nichts vergessen, keine Sorge. Das kommt wahrscheinlich im zweiten Teil oder sowas für die ganzen Dinge. Das macht echt viel Spaß und so. Gerade habe ich ziemlich wenig Zeit für wegen der Bewerbung und so weiter. Aber es wird auf jeden Fall kommen. Und ich würde auch häufig immer nur wegen diesen Videos angesprochen. Deswegen, also 10 Dinge, 10 Arten. Freut euch auf jeden Fall schon mal auf mehr in dieser Richtung. Auf jeden Fall. Ja. Coole Sache. Dann die letzte Frage. Musstest du leiden gegen uns bei der German Yu-Gi-Oh! League? Es war... Okay, meine Rechtfertigung ist, ich habe keine Card of the Mice gezogen. Und ja. Ich gebe zu, ich habe gelitten. Ja. Es war peinlich. Ich hätte eigentlich in meinem Video noch dazu schreiben können, so die, also cutten können, die Interaktion, die wir hatten. Wir haben ja auch gechattet dabei. Und habe ich jetzt leider rausgelassen, weil ich jetzt auch nicht mehr diese Live-Kommentare mache, sondern eben dieses zusammengecuttete. Aber es war frustrierend. Frustrierend, auf jeden Fall. Es war halt ein Fehler von mir und ich weiß nicht, ob ich das noch retten könnte oder... Ich weiß, vergesst es einfach. Es war halt dann euer, ja, mein erster Lose, euer Win. Passiert. Es war lustig, ja. Ah, oh. Ja, wow. Mal gucken, was noch in Zukunft kommt. Ich meine, theoretisch fühle ich... Ich weiß nicht, wann ihr das Video hochladet. Jetzt in 15 Minuten. Ja, genau. Weil, je nachdem führe ich halt noch die Liga an und deswegen... Also ich bin immer noch happy mit dem Ergebnis von der... Ist doch okay. Super, danke dir für das Interview. Schaut bei ihm vorbei. Und hoffentlich muss er nicht so hart leiden. Vielen Dank, Mann. Hey, was geht ab, Leute? Team Wobbelt hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Und checkt unsere Facebook-Seite ab. Da werden jetzt mehr Projekte kommen. Und natürlich checkt unsere Sponsoren ab. Kommt vorbei, schaut beim Funtainment München vorbei. Wir haben immer viel Spaß. Und vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business.